habe ihm so viel Schaden gemacht, dass er gleich da hoch teleportiert ist. Auch nicht schlecht. Ah, jetzt wo das andere abgelaufen ist, sieht man, dass ich jetzt dieses Magier-Abwehrschaden habe. Noch einmal hier. Und einen davon essen. Dazu den. Boah, so ausgerüstet war ich ja noch nie mehr zu einem Boss oder so. Aber zu so einem Magier. Nur ein bisschen traurig. Bei besten, na, überall, die packe ich schon. Einem so Magier, nee. Lieber rüste ich mit 300 Sachen aus, als das zu riskieren. Magischer Platzregen. Aber ich glaube, ich habe da so eine Leiter gesehen. Und dann wieder mit so einer Ratte. Wenn ich hier runterfalle, ist vorbei. Okay, hier sehe ich jetzt nichts mehr. Sehr witzig, ich kann die Leiche runterwerfen. Genug rumgespielt. Ich brauche eh zwei Schläge, also es ist egal, ob ich es ausgerüstet habe oder nicht. Milzsam Talisman. Das ist wieder für Magier.
Lüge. Ist die Treppe, die verkehrt herum ist? Wie kommt das hier eben ein bisschen? So vor, als ob das eigentlich andersrum hingehört, oder? Okay, auf den Unleuchten sehe ich jetzt nichts. Das war's. Wahrscheinlich öffnet sich irgendein Pfad, wenn ich da am Anfang der Gegenstand da entfuhr. Da ist besser, wenn ich mich hier teleportiere. Muss ich halt nochmal wiederkommen. Dann sollte ich das aber noch markieren vorher. Dann markiere ich es mal schnell. Ich muss hier nochmal durch. Ich mache ich platt und bin ich da. Gebracht hat, sind sie kinderleicht. Hier drinnen sind viele gestorben. Ja, ich gucke mich erstmal außen herum um. Oh, da oben ist was. Schon wieder so ein scheiß Bär. Nee. Also, nö. Gegen die Bären kämpfe ich nicht. Weil ich dich voll asozial finde. Ich finde, wenn man kämpfen muss, sich das lohnen. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Einzige Grund, warum ich ab und zu gegen die Welt Leute hier kämpfe, ist einfach, um mich zu verbessern. Weil natürlich, umso länger man das Spiel spielt, umso besser sollte man auch werden. Im Normalfall.
Ich meine, ich bin ja auch nicht hier so ein Pro-Level 3000. Von daher brauche ich ja die Übung noch. Ich fand aber hier diesen Boss, wo ich die Hellebarde her habe. Diesen Reiter ganz am Anfang. Das war ein interessanter Gegner, weil der hat dich gleich quasi fit gemacht, um auf dem Pferd zu kämpfen. Boah, alles dunkel. Sind es Ameisen? Und Ameisen sind doch Gift, oder? Ich weiß nicht, aber irgendwie Ameisen ist gleich Gift im Kopf. Boah, das gefällt mir gar nicht. Ameisen sind doch immer so ein Mehrzahl und dann sind es auch noch Riesenameisen. Weil normale wäre langweilig. Jetzt da oder erst da lang? Ich würde mal sagen da. Weil da wahrscheinlich im Normalfall keiner vorbeigehen will. Ach, ich habe ihn noch gar nicht mit dem Bogen wieder ausgerüstet. Ja, so im Nachhinein, jetzt wo die Weisheit hoch ist, hätte ich auch den Bogen aufleveln können. Wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Aber hey. Okay, wie kämpft sich denn gegen so eine Ameise? Ja, okay. Ist jetzt nicht wirklich. Na, ist aber gar kein Problem. Okay, vielleicht geht's da doch weiter. Jetzt muss ich erst in die andere Richtung. Ah, hier ist noch mal so. Sollte mich einmal voll machen. Jetzt gehe ich voll in das Ameisennest, oder? Endboss ist 100. Pro die Ameisenkönigin. 100 pro. Jetzt schießt er auch noch und das sah nach Vollnis aus. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich das nicht blocken kann.
Aha. Ja, okay, Ameisen kommen auch vom Boden, ne? Ich bin schon mutig, dass ich freiwillig so einen Ameisenbau betrete. Soll mir jemand mal nachmachen? Das Gasstein. Nee, ich habe das Gefühl, ich werde ihn noch brauchen. Und es schreit doch förmlich hier nach. Das ist riesig. Wo ist die Königin? Okay. Wo die Eier sind? Oh, da ist sie. Oh, ist das widerlich. Ich glaube, das mit der Höhle hier ist gar nicht so schlecht. Hallo? Hat mir jetzt Gänsehaut gegeben. Eine Rune 10. Okay. Ich glaube fast schon, dass 10 das höchste ist. Das war jetzt nicht die Königin, oder? Palastruine. Himmelstau. Ey, das ist doch noch so eins. Jetzt kann ich zwei Sünden begehen. Ich sehe dich doch hier so. Am Anfang war doch noch so ein. Wo ich die Burg zurückerobert habe. Vielleicht kann ich den jetzt auch beitreten. Wollte es ja eigentlich nur nicht machen, weil.
Mist, jetzt bin ich gestorben. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal latschen. Ah, ich war nicht vorsichtig genug. Das ärgert mich ein bisschen. Naja, egal. Frag mich, was das ist, was sie auf mich schießen. Jetzt versuche ich es mal von unten rum. Gar nicht durch kann. Dafür habe ich diesen Hinweis jetzt wirklich gebraucht. Mit dem geht's runter. Und das ist ein Speicherpunkt. Ja, von unten wäre besser gewesen. Aber jetzt weiß ich es ja.
erbärmliche Person voraus. Das ist ja nett. Oh, ein Geheimgang oder was? Was zur Hölle? Ich geh mal da lang. Aber sowas von. Diese Gasstein. Den Gasstein. Und da gehen die Ameisen weiter. Sehr schön. Das hatte ich recht. Mami war da nicht dabei. Talisman der Immunität. Nicht, wo ich zuerst lang muss. Okay, dann gehe ich erstmal da lang und dann, falls da noch was ist, kann ich immer noch zurücklaufen. Oh Gott, ich finde es so gut, tschüss ja mal.